Hallo, Pastor Georg. Danke für das Interview, was du mit uns führst. Du hast ja ein Buch geschrieben mit dem Titel Reise in die Herrlichkeit. Und kannst du einfach mal ein paar Dinge dazu sagen, was für dich der Titel aussagt? Das ist auf der einen Seite das Reise in die Herrlichkeit, der Titel deswegen, weil es meine persönliche Reise in den Lebensraum der Herrlichkeit Gottes, aus dem ich jetzt seit einigen Jahren schon kontinuierlich leben darf, schildert. Und zum anderen ist es aber auch die Reise jedes Lesers, den Gott ja durch das Evangelium von Jesus dazu bestimmt hat, auch in diesem Raum der Herrlichkeit zu leben, weil jeder Christ hat diesen Lebensraum von Gott bekommen, die Herrlichkeit. Und somit ist es meine Reise, es ist die Reise des Lesers und das ist das, worüber ich in diesem Buch schreibe. Und worüber ich auch schreibe, ist natürlich, was damit zusammenhängt, wie man hineinwächst in diese Herrlichkeit und wie man diese Herrlichkeit kontinuierlich erleben kann. Was heißt denn das, die Herrlichkeit für dich? Was hast denn du da selber schon erlebt in der Herrlichkeit? Die Herrlichkeit heißt einmal vom biblischen Wortgebrauch her, ist die Ausstrahlung, die Abstrahlung, Auswirkungen der Gegenwart Gottes, der Gegenwart des Vaters, der Gegenwart von Jesus. Und in dieser Herrlichkeit ist alles beinhaltet, was in Gott beinhaltet ist. Das heißt, darin sind Heilungswunder beinhaltet, darin sind Wunder der Befreiung beinhaltet, darin sind aber auch einfach beinhaltet Zeiten der Gemeinschaft mit Gott, wo wir einfach seine Liebe genießen. Es sind darin beinhaltet Zeiten der Freude, weil das Wort Gottes sagt, vor seinem Angesicht ist Freude in Fülle. Es sind darin beinhaltet Zeiten, wo wir einfach einen ganz, ganz tiefen Frieden erleben, weil in seiner Herrlichkeit ist Frieden. All die Dinge, die in Gott sind und die uns durch das Evangelium von Jesus geschenkt worden sind, all diese Dinge sind in der Herrlichkeit Gottes beinhaltet. Und wenn wir seine Herrlichkeit erleben, dann erleben wir alle diese Dinge. Oder beziehungsweise wir können natürlich nicht alle diese Dinge auf einmal erleben, aber einzelne Bereiche können wir erleben und sollen wir erleben und natürlich immer mehr und zunehmend und so, dass wir uns immer mehr auskennen letztendlich auch in seiner Herrlichkeit und was darin alles enthalten ist. Heißt es dann, es ist für jeden möglich? Genau. Jeder Christ, der Jesus in sich aufgenommen hat, der Jesus als persönlichen Herrn seines Lebens aufgenommen hat, kann sondern lebt de facto gemäß dem Wort Gottes in diesem Lebensraum der Herrlichkeit, weil Jesus die personifizierte Herrlichkeit Gottes ist. Und wenn er in uns ist, dann sind auch wir in dieser Herrlichkeit und die Herrlichkeit in uns. Und somit ist jeder Christ dazu bestimmt, ein Leben in und aus der Herrlichkeit Gottes herauszuleben. Wie war das dann für dich, als du die Herrlichkeit anfänglich erlebt hast, als du das kennengelernt hast, als du das geschmeckt hast? Wie war das für dich? Herrlich. Natürlich herrlich. Ich habe die Herrlichkeit Gottes zum ersten Mal vor jetzt fast 25 Jahren erlebt. Und damals wusste ich sofort, in dem Moment, als ich diese Herrlichkeit einmal erlebt habe, wusste ich, das ist das, was ich den Rest meines Lebens will. Ich habe damals noch nicht gewusst, wie man tatsächlich dauerhaft in dieser Herrlichkeit lebt. Ich hatte nicht das biblische Fundament, das notwendig gewesen wäre. Ich hatte auch nicht die Weisheit oder die Erkenntnis, die dafür notwendig gewesen wäre. Deswegen bin ich immer wieder rein und raus, sozusagen, was die Herrlichkeit Gottes anging, bis eigentlich dann, man kann sagen, ziemlich konkret im Jahr 2010, ich und auch die ganze Gemeinde, wir dann eigentlich eingetreten sind in diesen kontinuierlichen Wandel in diesem Lebensstil der Herrlichkeit. Und seither sind wir nicht wieder rausgegangen, sondern im Gegenteil, wir sind immer tiefer hineingegangen und es ist immer stärker geworden. Weil die Sache ist die, wenn man einmal die Herrlichkeit Gottes geschmeckt hat, dann ist man hungrig nach mehr. Die Herrlichkeit Gottes verdirbt einen für alles andere. Man ist sozusagen ruiniert für jedes niedrigere Niveau, auch in christlichem Leben, das man ja auch leben kann, mehr im Natürlichen. Aber wenn man einmal die Herrlichkeit Gottes geschmeckt hat, dann will man dieses natürliche Leben nicht mehr, sondern man will wirklich nur noch dieses übernatürliche Herrlichkeitsleben, das Jesus uns erkauft hat am Kreuz. Dann ist aber trotzdem dieses übernatürliche Herrlichkeitsleben ja trotzdem was sich in unserem Alltag, im natürlichen Leben ja auch widerspiegelt. Ja, das muss sich im Alltag widerspiegeln, beziehungsweise es durchdringt den Alltag. Das Herrlichkeitsleben ist ja nicht ein abgehobenes Leben, einfach nur in irgendeiner geistlichen Sphäre oder Dimension, sondern die Herrlichkeit Gottes ist uns ja gegeben. Jesus sagt ja, dieselbe Herrlichkeit, die ich vom Vater
habe, die habe ich Ihnen gegeben, also uns. Und diese Herrlichkeit ist uns gegeben, um diese Welt damit zu verändern. Das heißt, um letztendlich den Himmel auf die Erde zu bringen, die Herrlichkeit Gottes hier auf diese Erde zu bringen. Dafür ist uns dieses Geschenk gegeben. Das heißt, es muss nicht nur unseren Alltag durchdringen, sondern es wird unseren Alltag durchdringen, wenn wir lernen, aus dieser Herrlichkeit Gottes herauszuleben. Cool, dann wünsche ich das den ganzen Lesern, dass sie wirklich die Herrlichkeit erfahren, damit sie das durch das Buch erleben und im Alltag auch. Genau, das ist das Ziel dieses Buches. Wie ich immer sage, ich empfehle dieses Buch vielleicht, man kann es durchaus auf einmal durchlesen, aber ich empfehle insbesondere wirklich einzelne Abschnitte sich vorzunehmen und direkt darüber zu meditieren, sich mehr Zeit damit zu nehmen, wirklich die Substanz darin bewusst im Glauben aufzunehmen, Gott auch zu bitten, ja Herr, ich möchte es erleben, die Zusammenfassungen am Ende der Kapitel einfach auch wirklich innerlich zu verstoffwechseln und so zu lernen, wirklich diese unterschiedlichen Aspekte der Herrlichkeit Gottes zu erleben in einer kontinuierlichen Art und Weise. Und das wünsche ich einfach jedem Leser, dass er das so erlebt. Und wenn Gott dieses Buch dafür benutzt, dann bin ich dankbar, dann bin ich froh und dann freue ich mich. Super, vielen Dank. Bitte, gerne.